Hallo, hier sind Roffelcopters und heute mal mit einer etwas ausgefalleneren Sache, denn heute haben wir einen Gast da, nämlich Trommelwirbel Psycho. Hallo Psycho! Moin! Von Psycho 198, glaube ich sogar. Ja. Ist auch ein anderer Halo-Channel, ja, genau. Aber der ist jetzt weniger aktiv, der ist jetzt eher auf Psycho Games TV und ja. Ja. Oder? Ja, du machst zurzeit mal eine. Ja, ich bin jetzt mehr allgemein inaktiv momentan. Er chillt halt ein bisschen gut, mehr. Ja, bevor man Burnout-Syndrom kriegt und dann nur im Sofa rumhängt, lieber ein bisschen chillen. Und genau, wir machen jetzt mal so eine Art Triple-Commentary halt einfach zu dritt. Heavy Gameplay. Ja, bestimmt eine ganz nette Sache. Genau. Castle Map Pack. Die Spielliste, wie heißt denn die überhaupt? Ja, Castle DLC, glaube ich, einfach. Oh, und die Karte Daybreak, glaube ich. Okay. Doppelter, ich habe den Warthog. Dass sie mit dem Warthog da was reingefahren sind. Oh Gott, sie haben wieder den Banshee. Ja, ich habe ihn geändert. Okay, ich stelle mich mal ins Territory und hoffe, wie lange ich überleben kann. Boah, ich lebe schon 3 Sekunden. Mal eben Triple direkt mit dem Banshee gemacht. Echt? Wo ist denn der denn her? Hast du den gerade geentert? Ja, ich hab den gerade geentert. Ich stelle mich auch mal dazu. Aber ich kann halt nicht so gut mit dem Banshee. Oh, okay, neuer Hügel. Die haben Rocket. Und genau. Warum machen wir das Gameplay Commentary? Weil. Und weil, warum? Weil, damit vielleicht unsere Abonnenten den Channel von Psycho ein bisschen kennenlernen oder halt Psycho überhaupt mal hören und dass deine Abonnenten Psycho uns mal hören. So. Genau. Wir laden das nämlich auf beiden Kanälen. Oh, Doppelunterstützung, er hat eine die geklaut, unglaublich. Ja. Und dann stackt er mich. Weil wir wollen unser mega skillhaftes Halo Gameplay möglichst bekannt machen, weil wir so viel Skill haben und so gut sind in Halo und möglichst viel damit angeben wollen. Genau. Wahrscheinlich. Nein, oh, weil wir halt ein bisschen Spaß an Halo haben und gerne Halo spielen. Also zumindest ist es bei mir so und irgendwie, ich spiele seit Halo 3 aktiv Halo und keine Ahnung, so ein YouTube-Channel mit ein paar Halo-Videos war irgendwie der nächste Schritt. Für mich irgendwie, keine Ahnung, spielen macht Spaß. Beziehungsweise für uns, weil ich und der W, wir machen den Channel ja ziemlich zu zweit. Ah ja, stimmt, du bist und ja auch noch dabei, hab ich ja. Ich bin ja auch noch dabei, wow, unglaublich. Stimmt. Und oh, ich wurde festgehalten. Und ja, das hast du eigentlich ganz schön gesagt, das war eigentlich immer schon eine Idee, mit der man manchmal gespielt hat. Dass so ein eigener YouTube-Channel über Halo schon ganz geil wäre. Also ich glaube, die Idee ist für mich so ziemlich entstanden, nachdem wir mal die Game One Halo 3 Folgen gesehen haben. Mit dem Halo 3 Beat. Ach, meint ihr das? Das war ja so lustig. Und da ist dann so richtig das erste Mal. Wo er seinen Pulli kaputt gemacht hat. Wo er mit einem Klebeband fixiert wird, damit er mehr wie eine Waffe ist. Das ist eine ganz coole Sache. Das war cool. Ich glaube, aber jedes Mal habe ich mir gedacht. Ja, wenn du da einmal mitspielen würdest, ne? Ohne Spaß, das wäre so lustig. Ja. Du würdest irgendwie die Art tot picken. Wir würden irgendwie 2 Kills machen gegen dich. Also. Ja, die sind zwar nicht so gut in Halo, aber ansonsten zwar lustig als. Ja. Ja. Der Simon hat's noch am besten. Halt der Unterhaltungswert im Vordergrund. Mhm. Oh nein. Zu dritt sitzen sie im Hügel, da hab ich keine Chance. An den habe ich rausgekriegt. Und ja, wir können hier mal die Game One Leute anschreiben, ob sie Bock haben mit unserer Commentary zu machen. Ja, Dual Commentary wie jetzt gerade im Psycho. Vielleicht haben super sie auch in Zeit und Lust. Ja. Vielleicht auch ein Sixth Commentary, wenn gleich 4 Leute kommen oder so. Oder 3. Stimmt, das sind ja mehr von Game One, hast du recht. Ja. Okay. Muss ich ein bisschen weniger sterben und ein bisschen mehr treffen, dann könnte es was werden. Aber ich glaube, ich bleibe auf dem Kurs mit Sterben. Ja, das ist auch in Ordnung. Ja. Das liegt alles am Controller. Ja, genau. Du hast jetzt den neuen, alten.
besseren. Naja, jeder ist für sein Equipment selbst verantwortlich. Ja. Stimmt. Stimmt. Oh, ich kann das nicht mit so einem Lutschi-Controller zu spielen. Ich kann das nicht. Da drei Controller ist Lutschi? Wenn ich deinen anfasse, da fühle ich mich dreckig. So wie der Controller. Ja, also der ist sauber an sich, der Controller, nur langsam die Sticks werden langsam ein bisschen ausgeleiert. Wow, danke schön. Und ich sollte mir mal demnächst einen neuen holen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass meine Sticks, ich glaube, ich springe ganz gut mit denen um, aber wenn wir manchmal eine LAN-Party haben und so dann passieren so bestimmte Sachen, und zwar in einer bestimmten Häufigkeit, dann leiden die Sticks manchmal und auch mein Herz. Also ich glaube, ich habe da bestimmt schon ein bisschen was von meiner Lebenszeit eingebüßt von dem ganzen Stress. Aber oh ja. Mein Gott, zu lang Spaß macht. Oh ja, es macht Spaß, 3 Stunden lang die gleiche Scheiße zu machen. Die sinnloseste Scheiße, die es auf der Welt gibt. Die kommen schon wieder zu dritt im... Wir könnten ja mal ein Video von dem coolen... Von dem coolen Spielmodi machen, den wir so immer spielen. Achso. Zur Abwechslung. Ja, das erklären wir dir vielleicht kurz, Psycho. Also wir machen halt manchmal LAN-Partys, dann sind wir meistens so 6-7 Leute. Und 2 von uns, die haben halt selber eine Karte gebaut. Und im das Großen und Ganzen ist es keine halt die Karte. Also es ist eher ein es ist eigentlich nur ein langer, großer Gang. Und das ist eher ein Haufen Scheiße als eine Karte. Und man respawnt immer mit 2 Zufallswaffen und respawnt am Ende des Gangs und läuft aufeinander zu. Und das ist taktisch, also nicht sonderlich wertvoll, also nicht sonderlich fordernd, aber ist irgendwo eine Gaudi, weil es ständig bum 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 macht. Aber eigentlich ist es nur bescheuert und dumm. Das ist einfach nur dumm und scheiße. Also eigentlich Fiesta. Oder? Ja, man könnte es am ehesten mit Fiesta vergleichen, nur auf einer selbstgebauten Karte. Nur auf einem einzigen Gang, heißt man spawnt sich fast gegenüber und man spawnt, und wenn die halt bei deinem Spawnpunkt sind, dann hast du ein Problem. Wenn die dann noch Bazooka oder die Verbrennungsbazooka haben, oder mit dem Hammer zu dritt hinten in der bei deinem Spawnpunkt stehen, dann, ja, dann, ist es ganz dann hast du mal eine Zeit lang Spaß. 50 Tode vielleicht lang, bis du dann mal wieder irgendwie mal Glück hast, eine Basse hast, den auf den Boden schießen kannst, bevor die dich umbringen. Gott. Jetzt, nein, die dürfen nicht. Was, die gewinnen? Shit. Quick. Ja, ich hab mich jetzt aus. Weniger den Hügel gewidmet, das war vielleicht ein bisschen falsch. Ja, die tun sich echt. Oh Gott, nein, mach was. Ja, ihr seid zu dritt im Hügel, es ist nur noch wichtig, wo der nächste spawnt. Da oben, da drüben, lauft alle zu dir rüber. Scheiße. Ich... Oh, scheiße, die ist... Ja, toll. Ich hab 2 down. Nein! Schade. Leider verloren. Es ist eigentlich gut gelaufen von den Kills, aber... Die haben sich ja so aggressiv in den Hügel reingekockt, da konnten wir ja fast nichts machen. Ja. Aber das waren jetzt 8 Minuten, oder? Ja. Ungefähr. Ja, also und... Das war's dann im Großen und Ganzen mit dem Gameplay. Dann vielleicht noch so ein paar Schlussworte. Danke fürs Kommen, Psycho. War ein ganz nettes Gameplay. Ja, kein Ding. Und ja, so unsere Abonnenten können ihr mal deinen Channel auschecken, wenn sie Lust haben. Und deine genau, vielleicht unseren. Deine wir sind alle freundlich und beißen nicht. Genau. Also meistens beißen wir nicht. Vielleicht sind wir ja auf euch sympathisch oder uns, euch gefällt unsere wunderschöne Stimme. Ja. Oder auch andersrum. Per private Nachricht genau, geben wir auch Handynummern raus. Selbstverständlich. Oder Nacktbilder, wenn ihr unbedingt welche wollt. Nein. Ja, Nacktbilder nein. Eher nicht. Okay. Dann würde ich mal sagen, ciao, bis hoffentlich demnächst. Jo. Ja. Servus. Servus.